Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geth suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Menesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Belten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Hey, Tali! Ich habe ein Gerücht gehört, dass Quarianer unter den Raumanzügen teilweise synthetisch wären. Nein, das Leben in der sauberen Umgebung der Flottille hat unser Immunsystem geschwächt. Die Raumanzüge schützen uns vor Krankheiten. Aber sie sehen trotzdem ein wenig wie Geth aus. Wollte ich nur mal gesagt haben. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar.
Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Die Preise hier sind ziemlich gut. Ich liebe diesen Ort. Die Massen, die Action. Einfach fantastisch. Sie können das Präsidium behalten. Hier. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es. Bleiben Sie da stehen. Werfen Sie die Daten rüber, dann können Sie gehen. Was für Daten? Wovon reden Sie? Ich bin nicht gekommen, um Spielchen zu spielen. Mensch! Ich werde Sie noch einmal bitten. Geben Sie mir die Daten. Dann können Yalit und Sie weiterleben. Die Sache muss nicht gleich aus dem Ruder laufen. Gut, wie Sie wollen. Männer? Sie! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Bitte töten Sie mich nicht! Was an diesen Daten ist so wichtig? Warum wollen Sie sie haben? Ich dachte, das wissen Sie! Er sagte, Sie würden sie liefern! Und was genau sollte ich denn liefern? Die Initialisierungsdaten vom Scannen der Keeper. Es ist so, wir haben ein paar Daten von der Arbeit gestohlen, um die Scanner zu bauen. Wir sollten eigentlich zusammenarbeiten. Ich sammle die Daten, er analysiert sie. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Aber das ist jetzt egal. Ich möchte am Leben bleiben. Es ist mir egal, ob ich diese Daten jemals wiedersehe. Wie sammeln Sie die Daten über die Keeper? Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur nahe an sie heran und dann einen Scan ausführen. Sie scheinen interessiert. Womöglich genug, um mir zu helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich gebe Ihnen meinen Scanner. Wenn Sie einen Keeper sehen, führen Sie einen Scan aus. Diskret, versteht sich. Für jeden neuen Keeper-Scan führt meine Datenbank ein automatisches Update aus. Und dann führe ich ein Update auf Ihrem Kreditkonto aus.
Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut. Vielleicht können Sie auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander.